Hier haben wir den Wokbrenner, wurde ja im ersten Video bereits vorgestellt. Dann gibt es heute ein Gericht, ein asiatisches Gericht, natürlich, und zwar Zuckerschoten-Spitzkohlpfanne. Ja, in Asien gibt es auch Spitzkohl. Ja, dazu haben wir Spitzkohl, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Möhren, Zuckerschoten, Tofu-Würfel, das ist Bio-Tofu, der ist geräuchert und sehr lecker. Den habe ich jetzt 2 Stunden in ein paar Esslöffel Sojasauce eingelegt. Dann als Gewürze haben wir hier Chili-Pulver, Koriander und ein bisschen, ja, Chili-Flocken sind das. Ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Ja, Salz, Pfeffer, klar. Dann dies hier ist geröstetes Sesamöl, da braucht man nur ganz wenig von, weil sehr intensiv. Ja, dann haben wir natürlich obligatorisch die Sojasauce und ja, hier haben wir noch gelbe Paprika. Ich muss mir das jetzt nochmal durchlesen und dann melde ich mich gleich wieder. Ich brate jetzt die Tofu-Würfel mit ein bisschen Erdnussöl im Wok an, dann kommen die raus. Danach kommen direkt die Zwiebeln dran mit Ingwer und Knoblauch. Anschließend die Möhren, längste Garzeit. Dann kommt der Spitzkohl oben drauf und anschließend werden nur noch die, der Paprika und die Zuckerschoten mit eingeschwenkt, kurz mit angedünstet und das war's. Das zeige ich euch jetzt. Ich hoffe, es gelingt mir. Salz, bisschen Pfeffer. Viel Salz brauchen wir nicht, da ist ja schon Sojasauce dran.
Leute, fertig. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Hat keine 10 Minuten gedauert. Also, fast. Tschüss.